Ja, schön, dass Sie immer noch da sind, dass Sie dann später jetzt auch diese Aufnahme sehen. Ich hoffe, Sie haben sich gut gestärkt. Sie hatten alles Recht der Welt, die Pause etwas zu überziehen. Ich habe ja auch etwas später angefangen und dann noch länger gebraucht. Und durch Gottes Gnade werden wir trotzdem pünktlich aufhören. Wir haben heute schon von viel von den Wundern Gottes gehört und auch jetzt wird er dieses Wunder tun. Wir wollen jetzt Episode 9 anschauen, Kinder der Wüste. Und weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber bevor wir beginnen, lade ich uns ein, noch einmal ein kurzes Gebet zu sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen für diesen Abend. Man kann gar nicht eigentlich alles erzählen, was du in diesem einen Jahr getan hast. Aber das bisschen, was wir uns anschauen und das wir zumindest skizzieren, um so eine rote Linie zu finden, soll uns zeigen, dass du wirklich alles unter Kontrolle hast, dass du echtes Interesse an uns hast und dass du wirklich ein Gott der Liebe bist, der immer Liebe ist und der uns Freiheit schenken möchte. Freiheit von Sklaverei, Freiheit von Gefangenheit. Wir möchten dich jetzt bitten, dass wenn wir im zweiten Teil uns weiter Gedanken machen über die Reise der Israeliten durch die Wüste, dass du auch zu uns sprichst und uns wertvolle Lektionen mitteilst. Im Namen Jesu. Amen. Es war ein wirklich außergewöhnlicher Zeitpunkt, dieser dritte Monat des Jahres 2513. Noch niemals zuvor hatte Gott so präzise in menschlicher Sprache und auf menschliche Bedürfnisse angepasst, die 10 Prinzipien seiner Liebe, die 10 Prinzipien seines Charakters offenbart. Niemals zuvor hatte er zu 2 Millionen Menschen gleichzeitig gesprochen, meistens immer nur zu Einzelnen. Und dem Satan, der das Ganze auch mitverfolgt hatte, wurde Angst und Bange. Ihm war es bisher ganz gut gelungen, die einzelnen wenigen, die immer treu zu Gott hielten, in Schach zu halten. Da waren ja meistens nur ein paar Sippen. Heute früh haben wir gehört, dass es eine Zeit gab, wo Gott nur auf eine einzelne Person zeigen konnte, die ihm folgte. Zur Zeit der Sintflut waren es 8. Abraham, Isaak, ja, das waren alles Personen, die konnte man überschauen, aber ein Volk Gottes bestehend aus 2 Millionen Menschen, die alle Gott folgen würden, dem Satan wurde ganz anders. Und noch einmal wurde Mose auf den Berg gerufen. Er ist in diesen Tagen oft hoch und runter gelaufen. Und gemeinsam mit seinem Diener Joshua, der damals vor einigen Wochen die Amalekiter besiegt hatte, warteten sie eine ganze Woche an einem Gebirgsbach, bis Gott dem Mose die Erlaubnis geben dürfte, ganz nahe zu sich in seine Herrlichkeit zu kommen. Nach 7 Tagen war es soweit und Mose ging dort in die Wolke hinein, die glühte von dem Feuer der Gegenwart Gottes. Josua blieb außerhalb und betete und fastete. Und dort begann Mose mit seinem Schöpfer und Erhalter, mit seinem Gott, der einige Monate zuvor zu ihm gesprochen hatte, ebenfalls im Feuer, damals noch eher bescheiden, im Dornbusch. Dort sprach Mose zu diesem Sohn Gottes. Sie tauschten sich aus über vieles. Und Gott sagte zu ihm, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Er wollte nicht einfach nur sagen, wie er ist, er wollte bei ihnen sein. Er war nicht ein Gott, der einfach Regeln aufstellte, sondern ein Gott, der mit den Menschen leben wollte, in ihrer Mitte. Und zwar die ganze Zeit. Ein Zelt sollte aufgestellt werden, in dem Gott, der Gott des Universums, mitten in der Wüste mit ihnen leben würde. Und da staunten auch die Bewohner der Welten nicht schlecht, dass ihr Schöpfer sich eine Zweitwohnung in der staubigen Wüste nehmen würde.
Genauso wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Es sollte haargenau einem Original ähnlich sehen. Noch einmal wies er auf die Bedeutung des siebten Tages hin, des Gedenkens an die Schöpfung. Haltet nur ja meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter. Die Israeliten sollten berufen sein, das, was Gott ursprünglich der ganzen Menschheit bei der Schöpfung gegeben hatte und der ganzen Menschheit anvertraut hatte, sie sollten als das besondere Eigentum dieses Erbe aufrechterhalten für alle anderen Völker zum Gedenken, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Mose blieb über 5 Wochen dort oben auf dem Berg. Niemand brachte ihm zu essen. Er lebte aus der direkten Gegenwart Gottes, aus seiner Präsenz. Aber diese 40 Tage auf dem Berg, die vergingen auch als 40 Tage unten im Tal. Und der Satan versuchte einen verzweifelten Angriff. Er wusste nur allzu gut, dass der Geist der Unzufriedenheit schon immer für ihn gewirkt hat. So fing er an, Unzufriedenheit zu sehen. Das Volk wurde langsam ungeduldig. Wo bleibt nur Mose? Er ist ja öfter auf den Berg gestiegen, aber jedes Mal nach kurzer Zeit zurückgekommen. Und jetzt kommt er nicht. Er kommt einfach nicht zurück. Und hat noch ein bisschen weiter gewartet. Aber irgendwann fingen die Ersten an zu sagen, wahrscheinlich ist ihm irgendwas passiert. Oder wer weiß, vielleicht hat Gott ihn ja hinweggenommen wie den Henoch. Vielleicht kommt er nie und wir warten hier unser Leben lang. Vielleicht wollte Gott uns ja einfach nur an seinen Ort bringen, dass wir ihn kennenlernen und jetzt sind wir frei zu gehen, wohin wir wollen. Also wenn wir jemals ins gelobte Land kommen wollen, sollten wir jetzt mal weitermachen. Und einige von ihnen sagten, naja, wer weiß, ob wir überhaupt hier das gelobte Land finden und wie es da aussieht. Für den Fall, dass wir zurückgehen, also wir müssen irgendwie eine Lösung finden. Und ihnen kam eine Idee. Wahrscheinlich kam sie von irgendeinem dieser aus dem Mischvolk, denen, die so halb Ägypter, halb Hebräer waren. Wäre es nicht an der Zeit, vielleicht Gott ein bisschen begreiflicher zu machen? Ich meine, Gott war natürlich gewaltig, Gott hatte gesprochen, aber so für das alltägliche Leben bräuchte man ihn vielleicht ein bisschen mehr im handlichen Taschenformat, was man anfassen kann. Und wenn Gott einfach jetzt hier entschieden hatte, hier auf diesem Berg zu bleiben, dann bräuchte man vielleicht irgendetwas, was sie nach Ägypten führt, nach Kanaan führt. Und für den Fall, dass man doch zurück will nach Kanaan, nach Ägypten, wäre es gut, vielleicht ein Bild zu haben, das auch die Ägypter gut kannten. Jemand brachte die Idee auf, warum nicht ein Stier bauen? Gott mochte die Stiere, Gott hatte Stiere geschaffen, so hat es Mose zumindest in sein Buch geschrieben, und man hat ja auch Stiere geopfert. Stiere waren also Gott wohlgefällig. Vielleicht könnte man einfach die Stärke und die Majestät Gottes, die sich gerade gezeigt hat am Sinai, mit Hilfe eines mächtigen Stieres zum Ausdruck bringen. Und man kam zu Aaron, der das Lager leiten sollte in der Zwischenzeit, und präsentierte ihm die Idee. Wir würden gern ein goldenes Kalb, ein goldenes Stier bauen. Falls wir wirklich nach Ägypten zurückgehen sollten, wäre es gut, dass sie wissen, dass wir uns gar nicht so sehr unterscheiden in der Religion. Aaron war ziemlich perplex. Er konnte gar nicht glauben, dass die Israeliten so schnell auf so eine Idee kommen würden. Aber einige von ihnen bauten sich vor ihm auf und sagten, schau mal, Mose ist da oben. Und wir sind deutlich in der Überzahl. Entweder du folgst oder wir nehmen die Sache selbst in die Hände. Es gab so Handgreiflichkeiten, Streit, Blutvergießen. Und Aaron entschied sich, vielleicht wäre es besser, einfach mal
das Ganze demokratisch zu lösen, das Volk entscheiden zu lassen. Vielleicht könnte er das ja dadurch aufhalten, indem er deutlich machte, dass das goldene Kalb durch Schmuck, ihren Schmuck, gebaut werden sollte. Das würden sie bestimmt nicht hergeben. Oh, wie hat er sich getäuscht. Sie konnten es gar nicht erwarten, all ihre Ohrringe, all ihren Schmuck ihm zu Füßen zu legen und sagte, mach uns doch einen Gott daraus. Er schmolz es ein und es dauerte eine gewisse Zeit, bis er all das so geformt hatte. Aber dann konnte man das Kalb klar und deutlich erkennen. Er hatte schon ein schlechtes Gewissen. Er wusste, er konnte sich erinnern, was Gott nur vor ein paar Wochen gesagt hatte. Du sollst dir kein Bildnis machen. Aber vielleicht könnte man Gott ja beschwichtigen, indem man einfach deutlich sagt, dass das ein Abbild von dem Gott ist, den man ja anbetet, dem wahren Gott. Morgen ist ein Fest für den Herrn. Morgen ist ein Fest für Jahwe, rief er aus. Und jetzt waren sie zufrieden, jetzt waren sie begeistert, denn jetzt hatten sie einen Gott, der sie überall hinführen würde. Denn, so dumm waren sie ja nicht, diesen Gott, den müsste man tragen. Und er würde sie immer genau dahin führen, wo ihre Beine hingingen. Nicht dahin, wo in irgendeine unkontrollierbare Wolke führt. Die hatte bisher immer die falschen Wasserstellen anvisiert, scheinbar. Jetzt können sie selbst gucken und dann ihren Gott vor sich hertragen. Sie vertauschten den, der ihre Herrlichkeit war, gegen das Abbild eines Stiers, der Gras frisst. Und während sie unten an einem goldenen Kalb werkelten, war der, den sie abbilden wollten mit einem goldenen Kalb, oben beschäftigt, sein Gesetz in Steintafeln zu schreiben. Er schrieb mit seinem eigenen Finger, du sollst dir kein Bildnis machen. Das Fest begann am nächsten Morgen. Die Leute zogen sich festlich an, man brachte die Opfer, Brandopfer und Friedensopfer, ganz so, wie Moses ihn auch beigebracht hatte. Aber da das Ganze auch einen gewissen ägyptischen Touch hatte und man sich schon ein bisschen gerne zurückerinnerte an die doch sehr bewegende, ein bisschen rhythmische Musik Ägyptens, hat man das alles so ein bisschen einfließen lassen. Und es wurde schnell ein etwas anderer Gottesdienst. Keiner hatte jetzt das Gefühl, er müsse auf den Boden fallen und so ein bisschen zittern vor Gott. Nein, jetzt war Feiern angesagt. Das Ganze geriet ganz schnell aus dem Ufer. Plötzlich sahen die Malakim einen Gottesdienst, der mehr an Kanaan erinnerte, als das, was sie im Himmel gewohnt waren. Nur einer der 12 Stämme blieb kollektiv diesem Fest fern. Sie standen mit Tränen in den Augen, wie ein Mann am Rande des Lagers. Es waren ausgerechnet die Nachfahren von Levi, jenem berüchtigten Verbrecher. Die standen da und sagten, wir machen nicht mit. Es juckt uns zwar in den Beinen, die Musik, die bewegt uns, aber wir machen nicht mit. Wir wissen genau, es ist verkehrt. Und Mose war gerade dabei, die 10 Gebote, das Gesetz Gottes auf Steintafeln zu empfangen, als Gott zu ihm sprach, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Mose dachte, er hat was in den Ohren. Hat Gott sich versprochen? Und mit Entsetzen hörte er von Gott, dass während er gerade hier in der Gegenwart Gottes das Gesetz empfing, das Gott mit seinem eigenen Finger geschrieben hatte, unten im Tal die Israeliten angeblich um ein Bild tanzten. Mose konnte das fast gar nicht glauben. Aber Gott schien sehr ernst zu sein. So ernst, dass er anbot, das ganze Volk auf einmal zu vernichten. Und Mose wusste, wenn Gott das meint, kann er das tun. Er hatte die ganze Armee Ägyptens im Handumdrehen vernichtet. Er bot ihm sogar an, pass mal auf, wir verschieben die ganze Heilsplansache um ein paar Jahrzehnte. Ich werde deine Kinder zu einem großen Volk machen. Das dauert ein bisschen länger, aber wir kommen auch ans Ziel. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Und in dem Moment
erinnerte sich Mose an das, was er in sein Buch geschrieben hatte. Er erinnerte sich an die Begebenheit von Jakob. Als der Engel dem Jakob gesagt hatte, lass mich gehen. Und Jakob ihn nicht gehen lassen wollte. Auf den ersten Blick hörte sich das an, als ob Gott einfach ihn beiseite schiebt und sagt, ich werde jetzt das Volk vernichten. Aber als er nochmal genau hinhörte, merkt er, Gott hatte gesagt, lass mich. Gott erbat die Erlaubnis von Mose, das Volk vernichten zu dürfen. Lass mich. Würde Mose ihm die Erlaubnis geben? Gott war schon wieder gefangen von dem freien Willen eines Menschen. Und wo andere wahrscheinlich nur Verzweiflung gesehen hatten, sah Mose Hoffnung. Gott fragt mich, ob er es tun soll. Und er fragte Gott zurück, warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen. Dein Ziel wird überhaupt nicht erreicht werden. Die Völker werden denken, du bist irgend so ein Schreckensgott, wie es schon mehr als genug gibt in den Göttervorstellungen der Völker. Gedenk an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, den du bei dir selbst geschworen hast. Sie kehrten vom Berg zurück. Und auf dem Weg sagte Josua, da muss Krieg sein. Wahrscheinlich sind die Amalekiter zurückgekehrt. Ich habe sie das letzte Mal nicht genug geschlagen. Aber Mose hielt ihn zurück, das sind keine Amalekiter. Ist noch viel schlimmer. Und als sie in das Tal hinabstiegen, sahen sie das goldene Kalb. Und Mose hatte sich auf dem Berg schon vorgestellt, wie das wahrscheinlich sein würde, aber das hatte er sich nicht vorstellen können. Er war so erbost, so erbittert, dass er die 10 Gebote, die Steintafeln, mit der Grammatik und Orthographie Gottes nahm und von sich schmiss. Gegen den Felsen. Das Volk realisierte schnell, dass Mose zurückgekommen war. Und Mose war äußerst wütend. Er nahm das Kalb, zerstampfte es und nahm den Goldstaub, ihren guten Schmuck, streute es in den Bach und ließ sie das trinken. Das schmeckte nicht besonders angenehm. Und das Volk beschwerte sich. Weißt du, Mose, Aaron war viel netter zu uns. Aaron war gütig und Aaron war nachsichtig und Aaron hat uns auch ein bisschen machen lassen. Du bist zu streng. Als Aaron konfrontiert wurde mit der Sache, zeigte sich, wie gütig er für das Volk ist. Er, der so nachsichtig war, sagte, du weißt, das Volk ist böse, sie haben mich verführt. Und die Engel kratzten sich am Kopf und sagten, das kennen wir schon. Dieses Argument kennen wir schon, das kommt immer wieder. Und dann hat der Aaron allen Ernstes behauptet, er hätte den Schmuck in diesen Pott getan, es hätte gekocht und das goldene Kalb wäre förmlich herausgesprungen. Und Mose hat ihn angeschaut und hat gesagt, das glaubst du doch nicht ernsthaft, was du mir da erzählst. Du hast es selbst gemacht. Und Gott war so zornig über Aaron, dass Aaron wahrscheinlich gestorben wäre, wenn nicht sein Bruder Mose für ihn gebetet hätte zu jener Zeit. Und er rief aus, Herr zu mir, wer dem Herrn angehört. Jeder sollte die Chance bekommen haben. Alle, die dort um das Kalb getanzt hatten, alle, die sich dabei ausgezogen hatten, die Ehebruch begangen hatten währenddessen. Weil Teil der ägyptischen und kananitischen Anbetungskultur waren auch Dinge, die zu Gottes Dienst eigentlich nicht dazugehörten. Aber jeder bekam die Chance, Buße zu tun und umzukehren. Aber 3000 sahen nicht einmal ein, dass sie etwas verkehrt gemacht hatten. Und die Leviten, die ferngeblieben waren, wurden beauftragt, diese 3000 zu töten. Und Mose stieg wieder auf den Berg. Und er wusste, jetzt war die Sache anders. Das Volk hatte schon oft rebelliert und Gott hatte nie etwas gesagt. Aber jetzt hatten sie einen Bund mit ihm geschlossen. Jetzt hatten sie sein Gesetz gehört. Sie hatten gesagt, sie wollen das alles tun. Jetzt war die Sache fundamental anders. Und mit Tränen in den Augen, er, der von dem Volk als der harsche und
überkritische Führer angesehen wurde. Er rief jetzt aus: Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose liebte dieses rebellische Volk so sehr, dass er bereit war, auf ewiges Leben bei Gott zu verzichten. Für die dort. Und wieder waren die Welten und Engel erstaunt. Gott erzählte ihm, dass er dem Volk vergeben würde. Und er sagte: Geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte: Deinem Samen will ich es geben. Ich habe es ja versprochen. Ich will einen Engel vor dir her senden, der wird all die Völker vertreiben, in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Gott sagt zu ihm: Ich habe es versprochen, ich werde es halten. Ich werde jemand delegieren, der das macht. Jemand wird euch in das Land Kanaan bringen, aber mit mir wollt ihr nichts zu tun haben. Ich kann nicht mit euch gehen. Ich würde euch sonst vertilgen. Und als Mose dem Volk das sagte, dass Gott versprochen hatte, sie nach Kanaan zu bringen, aber er selbst würde nicht mitgehen, weil sie offensichtlich ihn nicht wollten, da waren sie verzweifelt. Sie rissen ihren Schmuck von sich. Und Mose nahm ein Zelt. Das Zelt, das eigentlich, wo man eigentlich Gott begegnen sollte, und er spannte es auf weit außerhalb des Lagers. Und täglich ging er dorthin. Und die Israeliten standen an ihren Zelten und fragten sich, ob Gott sie jemals wieder annehmen würde. Sie hatten, als sie jetzt darüber nachdachten, war es ihnen so peinlich. Sie hatten tatsächlich geglaubt, Gott wäre so ein Stier. Sie waren niedergefallen, hatten Sachen gesungen, Sachen gesagt, Sachen getan. Sie hatten sich dort gegenseitig berührt auf eine Art und Weise, die ihnen echt peinlich war. Und Mose betete dort an dem Zelt: Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und ich erkenne, damit ich Gnade finde vor deinen Augen, bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und Gott fragt ihn noch einmal ganz direkt: Soll ich selbst mitgehen? Wollt ihr einfach in das gelobte Land, wie es verheißen ist, oder wollt ihr mit mir leben? Wollt ihr einfach den Lohn oder wollt ihr mich? Soll ich selbst mitgehen? Und Mose antwortet: Auch dies, das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Er sagte: Ja, natürlich. Und Gott sprach dann: Dies, was du jetzt gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Und dich kenne ich mit Namen. Und Mose sagte: Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst? Du führst sowieso alle Völker. Aber nur wenn du mit uns bist, dann ist auch sichtbar, dass du das tust. Denn woran soll das ausgezeichnet werden, du, ich und mein Volk? Als nicht dadurch, dass du mit uns bist. Und als Gott andeutet, dass er mit ihnen gehen würde, fragte Mose ihn etwas, was selbst die Engel erstaunte: So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit Gottes. Mose hatte so viel mit Gott gesprochen. Er war gerade auf dem Berg gewesen, aber ihn verlangte nach diesem Charakter Gottes. Gott sprach zu ihm: Ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Am nächsten Tag stieg Mose noch einmal auf den Berg. Und Gott hatte ihm gesagt, er könnte sich dort in eine Felsenkluft verstecken und Gott persönlich würde an ihm vorbeigehen. Er könnte ihn zwar nicht persönlich sehen, aber er könnte hinter ihm herschauen. War es Gott der Vater, der dort an ihm vorbeizog? Und als die Hand Gottes ihn einhüllte
Und er nicht wagte hinzuschauen. Da hört er die Stimme, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Wie kann Gott vergeben, wenn er gleichzeitig die Sünden nicht ungestraft lässt? Gott vergibt und bestraft doch die Sünden. Die einzige logische Schlussfolgerung für Mose war, Gott kann uns nur die Sünden vergeben, wenn jemand anderes die Strafe trägt. Ja, wer will das sein? Die Hand Gottes entfernte sich und er sah Gott von dannen gehen. Und er ahnte, Gott selbst würde die Strafe auf sich nehmen. Und so betet er, o Herr, wenn ich Gnade gefunden habe in unserer Mitte, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, in deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarkes Volk ist, und vergib uns unsere Sünde und unsere Schuld und nimm uns an als dein Eigentum. Und Gott erneuerte den Bund dort am Horeb. Siehe, ich mache einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht gewirkt worden sind auf der ganzen Erde. Ich habe einen Bund mit euch geschlossen, ihr habt den Bund gebrochen und ich werde den Bund erneuern. Ich müsste nicht. Ich könnte mich in den Himmel heben und sagen, ich bin fertig mit euch. Aber ich gebe euch nicht auf. Denn auch wenn ihr es nicht glaubt, ich bin immer derselbe. Hüte dich davor, einen Bund zu schließen mit den Einwohnern des Landes. Wenn ihr nach Kanaan kommt, verbindet euch nicht mit den anderen Religionen, nicht mit den anderen Völkern, sondern haltet den Bund mit mir. Denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Mose, weißt du, was es bedeutet, Eifersucht zu erleben? Schau mal nach in deinem Buch. Schau mal nach, wie Sarai sich fühlte, als Abraham die Hagar hatte. Schau mal nach, was zwischen Rahel und Lea passierte. Kennst du das Gefühl der Eifersucht? So geht es mir, Gott, wenn ihr ein goldenes Bild anbetet. Ich bin eifersüchtig auf dieses goldene Kalb. Schreibe diese Worte auf, denn aufgrund dieser Worte habe ich mit dir und mit Israel einen Bund gemacht. Mose stieg vom Berg herab und erzählte dem Volk, dass Gott ihnen vergeben hatte und dass Gott bei ihnen bleiben würde, trotz dieses schweren Fehlers. Wie oft ist es vielleicht uns passiert, dass wir Gott große Dinge versprochen haben, um nur im nächsten Moment ganz tief gefallen zu sein. Aber Gott gab sein Volk nicht auf. Und den ursprünglichen Plan, in ihrer Mitte zu wohnen, wollte er realisieren. Und jetzt waren die Israeliten gefordert, all das Gold und Silber, das sie mitgenommen hatten, einzusenden. Sie sollten all verschiedene Materialien, Akazienholz und Witterfelle und verschiedene andere Dinge, an das Lager bringen. Und es sollte dieses Heiligtum gebaut werden. Es sollte ein Zelt gebaut werden und dieses Zelt sollte einige Gegenstände haben. Da war ein Altar, auf den die Opfer gebracht werden sollten, mit Bronze überzogen. Da war ein Becken, in dem die Priester sich waschen sollten mit Wasser. Da war ein siebenarmiger Leuchter, ganz aus Gold. Da war ein Tisch aus Akazienholz mit Gold überzogen, auf dem 12 Brote waren. Da wurde ein weiterer Altar gebaut, der Weihrauch emporstiegen ließ. Und dann wurde aus Akazienholz mit Gold überzogen ein Kasten gebaut, in den das Gesetz Gottes, die 10 Gebote, hineingelegt werden sollten. All das sollte in dem Zelt und vor dem Zelt aufgestellt werden. Und diese Bundeslade wurde ganz besonders dekoriert, so sehr, dass der Satan, als er das sah und hörte, sich erinnerte und sagte, so sah das aus im Himmel. Ich war einer von diesen zwei Engeln dort. Da
das ist ja wie ein Abbild, das ist ja wie ein Modell des Thrones Gottes. Gott hatte den himmlischen Tempel, der so groß ist, dass kein Mensch sich das vorstellen kann, in ein kleines handliches Taschenformat überführt, bauen lassen. Viele Monate dauerte das. Gott hatte einigen Israeliten besondere Begabung gegeben. Und dann wurden diese Gegenstände aufgestellt. Diese Bundeslade mit dem Gesetz Gottes, dem Thron Gottes, sollte im allerletzten Teil des Zeltes aufgebaut sein. Und es sollte ein Bild dafür sein, dass Gottes Regierung auf seinem Gesetz basiert, auf der Tatsache, dass er immer derselbe ist und immer Liebe. Und all die anderen Gegenstände hatten verschiedene Bedeutungen, die Mose nach und nach erklärte. Und auch vor dem Zelt sollten der Opferaltar und das Waschbecken aufgebaut werden. Und als sie all das nach monatelanger Arbeit detailliert ausgearbeitet hatten, aufstellten, da kam das Jahr 2514. Neujahr, erster Tag des ersten Monats und Gott zog in seine neue Wohnung ein. Einzugsfest. Er kam in der Wolke und zog in dieses Zelt ein mit all seiner Herrlichkeit. Er war voll zufrieden. Sein Volk lebt in Zelten, da kann es ihm in einem Zelt auch ganz gut gehen. Und die Engel staunten. Gott wohnt jetzt in einem Zelt. Mitten mit diesem Volk. Und sie brachten Opfer zur Einweihung dieses Heiligtums, dieses Zeltes, wo man Gott begegnen kann. Und Gott sandte Feuer vom Himmel, um dieses Opfer anzuerkennen. Er sandte Feuer vom Himmel, um sein Gesetz zu offenbaren. Er sandte Feuer vom Himmel, um das Opfer anzunehmen. Und Mose wusste, von dem brennenden Dornbusch, dieses Feuer brennt immer. Es war nur wenige Tage später. Aaron, der das Volk so ins Verderben geführt hatte, wurde zum Priester Gottes gesalbt. Und seine Söhne gleich mit. Und das erstaunte auch nicht wenige. Gott hatte ihm offensichtlich nicht nur vergeben, er hatte ihn wieder mit das höchste Amt eingesetzt, das es überhaupt gab. Gott hatte offensichtlich ihre Sünde vollkommen vergeben. Und er und seine Söhne sollten Priester sein. Sie sollten die einzigen sein, die auch in das Zelt hinein durften und als Repräsentanten des Volkes vor Gott stehen und als Repräsentanten Gottes dem Volk Gottes Gesetze sagen. Aber zwei seiner Söhne, die nahmen das Ganze ein bisschen laxer, als sie sollten. Und eines Tages betranken sie sich und in ihrem Halbsuff konnten sie nicht mehr genau entscheiden, was war jetzt eigentlich das Opfer, welcher Altar war jetzt der, den Gott angezündet hat? Ich glaube der, oder? Nehmen wir mal das Feuer hier. Und gingen mit dem Feuer in den Tempel. Und das Feuer Gottes ging aus und sie haben dieses Zelt nicht mehr lebendig verlassen. Und Aaron war geschockt. Und Mose kannte diese Lektion. Er wusste, ja, er wäre selbst beinahe gestorben, weil er gedacht hatte, na, Gott wird es schon nicht so auf die ernste Schulter nehmen. Ich kann schon ein bisschen mein eigenes Ding machen. Ein Gott, der immer alles für uns gibt, erwartet auch, dass wir ihn in allem ernst nehmen. Ein Gott, der immer Liebe ist, der immer das Beste für uns möchte, erwartet auch, dass wenn wir ihn als unseren Gott annehmen, dass wir ihn ernst nehmen. Und Gott gebot und machte deutlich, Alkohol sollte niemals in das Heiligtum gebracht werden. Kein Priester sollte jemals Alkohol trinken. Und das Volk realisierte, Moment mal, sind wir nicht alle ein Königreich von Priestern? Wo man schon beim Essen war und beim Trinken, Gott wollte auch deutlich machen, was eigentlich die reinen und unreinen Tiere sind. Das war eigentlich so allgemein halbwegs bekannt, man wusste das so ein bisschen noch aus der Geschichte von Noah, aber was genau jetzt rein und unrein war, das war
anlässlich der üppigen ägyptischen Speisekarten manchmal etwas in Vergessenheit geraten. Es war ganz deutlich. Alles, was wiederkäut und was gespaltene Hufe hat, das darf man essen. Keine Kamele bitte, keine Klippdachse. Und manch einer wird sich gedacht haben, na, schade. Keine Hasen und tatsächlich auch keine Schweine. Gott gab viele verschiedene Anordnungen, was zu tun ist bei Lepra, was zu tun ist bei Aussatz, was zu tun ist bei Geburten, bei verschiedenen Dingen. Viel Hygiene und viel Gesundheit waren dabei. Und Gott gab sehr viele konkrete und spezifische Anweisungen für den Opferdienst. Nichts sollte dem Zufall überlassen bleiben. Er gab einen Kalender von 7 Festen, die das Volk Jahr für Jahr einhalten sollte. Nicht nur das Pessach, das erinnern sollte aus dem Auszug und das Fest der ungesäuerten Brote und die Darbringung der Erstlingsfrucht als Zeichen, dass die Ernte begonnen hatte. Sie sollten 50 Tage später ein Fest der Wochen feiern. Sie sollten ein Fest des Hörnerschalls und dann am 10. des 7. Monats, ein halbes Jahr nach dem Pessach, einen großen Versöhnungstag, wo einmal im Jahr der Priester tatsächlich bis zur Bundeslade vorgehen durfte und das Blut der Opfer auf das Gesetz sozusagen, auf die Bundeslade bringen durfte. Und ein Laubhüttenfest am Ende des religiösen Kalenders. Und dann kam die Zeit, dass sie fast ein Jahr an diesem Berg Sinai gewesen sind. Und sie sollten sich bald aufmachen. Der 1.2. des Jahres 2014 kam. Das Volk sollte gezählt werden. Und die Volkszählung ergab eine ziemlich stabile Summe, eine ziemlich große Summe an wehrfähigen Männern. Hier die Zahlen, wir werden sie alle vorlesen. Gemeinsam waren es über 600.000 Soldaten, oder mindestens wehrfähige Männer, plus die Frauen, plus die Jünglinge, plus die Kinder, plus die Männer, die man nicht mehr in den Krieg schicken würde. Gut und gerne 2 Millionen. Und sie sollten sich jetzt ganz geordnet platzieren. Gott wollte hier zeigen, dass er ein Gott der Ordnung ist, in der Art und Weise, wie man ein Lager aufführt, in der Art und Weise, wie man isst und wie man trinkt und wie man sich anzieht. Das ganze Leben sollte eine Widerspiegelung des Himmels sein. Die 12 Stämme wurden aufgeteilt. Auch die Leviten wurden gezählt. Es war der kleinste Stamm von allen. Aber ihnen wurde eine ganz besondere Aufgabe zuteil. Jakob hatte sterbend im Land Kemet gesagt, dass Levi und Simeon wegen ihrer Gewalttat zerstreut werden würden. Sie würden kein richtiges, dauerhaftes Erbteil haben, kein Grundbesitz im Land Kanaan. Aber als der Stamm Levi sich fernhielt vom goldenen Kalb, da änderte Gott sein Urteil nicht. Aber er verwandelte es in den größten Segen. Sie sollten zerstreut werden, und zwar als die Lehrer des Gesetzes. Sie sollten überall im Land verstreut leben. Sie sollten die Diener am Heiligtum Gottes sein. Das war ihre Aufgabe. Und der Priester Aaron und seine Söhne sollten den Segen aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und dann wurden 2 silberne Posaunen, 2 Blasinstrumente geschaffen, mit denen jetzt das Signal gegeben werden sollte. Und dann sprach Gott nach 11 Monaten Aufenthalt in dieser Bergwüste von Choreb: Ihr seid lange genug an diesem Berg gewesen. Macht euch auf den Weg. Ich habe euch das Land gegeben, das vor euch liegt. Ich habe es Abraham, Isaac und Jakob geschworen, macht euch auf den Weg. Und am 20.02. gingen sie los. Sie hatten gemischte Gefühle. Es war so ein schöner Ort gewesen. Solche erstaunlichen Erfahrungen, die sie hier gemacht hatten. Hier hatten sie Gottes Stimme gehört. Sie hatten Gottes Vergebung kennengelernt. Aber gleichzeitig freuten sie sich auf das gelobte Land und Mose erzählte ihnen, dass es nur noch 11 Tage weit zu reisen war. Nur noch 11 Tage. Und wie viele Eltern ihren Kindern erzählt haben, in 2 Wochen sind wir schon im gelobten Land. Freust du dich auch? Klein Josua? Oder wie die Kinder auch immer hießen? Und so marschierten sie los.
Das Land, das vor ihnen lag, ließ aber schnell ihr Herz etwas sinken. Dunkle, kahle, staubige Berge, keine richtigen Wege, auf und ab, eng. Da zogen wir weg vom Horeb und wanderten durch jene große und schreckliche Wüste. Und es dauerte nicht mal viele Tage, fast nur Stunden, bis die ersten anfingen, sich schon wieder zu beschweren. Vor allem von den Halbhebräern, Halbägyptern, die am äußersten Rand des Lagers lebten und die es absolut nicht verstehen konnte, warum diese Wolke immer den schwersten Weg auswählte. Sie hatten ein bisschen Erdkunde gehabt im Land Kämen und sie wussten, es gab einfache Wege. Man hätte einfach am Meer entlang ziehen können. Durch die Philisterstädte wäre man sehr schnell da gewesen. Warum durch diese Bergwüste? Und Feuer brannte am Rande des Lagers. Und Mose und Aaron beteten für das Volk und das Feuer stoppte. Jetzt war deutlich, und die Engel sahen das sehr deutlich, solange die 10 Gebote nicht gegeben worden waren, hatte Gott die Rebellion immer nur geduldet und geduldet und weiter Beweise seiner Liebe gezeigt. Aber jetzt, wo er die 10 Gebote gegeben hat, als sie sein Gesetz kannten, als sie wussten, dass er immer Liebe sein würde und sich immer um sie kümmern würde, als sie versprochen hatten, ihm zu dienen, behandelte er ihre Rebellion anders. Er zog sie jetzt auch zur Verantwortung. Man würde denken, dass dieses Feuer die Rebellion unterdrückt hätte. Aber leere Mägen, nein, das muss ich zurücknehmen, volle Mägen mit Manna sorgten dafür, dass insbesondere die Ägypter unter ihnen anfingen, sich zu erinnern an all das gute Essen, das sie in Ägypten genossen hatten. Und dieses Manna war zwar irgendwie nahrhaft, aber es war auch irgendwie immer dasselbe. Und wer isst schon immer gerne dasselbe? Und die Gurken und die Melonen und die Zwiebeln und der Knoblauch, all das, was sie in Ägypten so reichhaltig genossen hatten, irgendwie fehlt ihnen das. Und die beschwerten sich. Und selbst die Hebräer, die so luxuriöse Speisen in Ägypten nie gekriegt hatten, weil es viel zu teuer war, die fingen an und meinten, wir hätten es auch gerne. Und jetzt war Mose am Rande der Verzweiflung. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, es ist mir zu schwer. Er beschwerte sich bei Gott. Und Gott sagte, pass auf, wenn es dir wirklich zu schwer ist, dann werde ich etwas von der Last von dir nehmen. Wir werden 70 Älteste einsetzen. Die werden dir helfen. Das hätte Gott eigentlich nie getan, hätte Mose an diesem Moment gesagt, es ist okay. Aber 70 Älteste sollten dort eingesetzt werden. Und sie wurden gerufen an die Stiftshütte, um ein bisschen Mose zur Hand zu gehen, damit sie als Stammesälteste kleine Rebellion gleich im Keim ersticken konnten. Sie wurden zum Heiligtum gebracht und dort wurde der Geist Gottes auf sie gelegt. Und als man durchzählte, ob es auch wirklich 70 waren, stellte man fest, oh, man hat sich wahrscheinlich verzählt, nochmal. Jeder, der zählte, kam nur auf 68. Und dann hörte man das Gerücht, dass im Lager 2 von den Ältesten gar nicht gekommen waren. Sie hatten gedacht, sie sind nicht würdig für diese Aufgabe. Aber trotzdem war der Geist Gottes auf sie gefallen, obwohl sie gar nicht bei der Zeremonie dabei gewesen waren. Sie waren gar nicht bei der Handauflegung dabei gewesen. Trotzdem war der Geist Gottes auf sie gefallen und sie prophezeiten im Lager. So eine Unmöglichkeit. Josef war außer sich. Wo kommt denn da die Ordnung hin? Wenn jeder macht, was er will. Er beschwerte sich bei Mose und sagte, verbiete ihnen, dass sie außerhalb des Heiligtums weissagen. Und Mose lächelte ihn gütig an und sagte, kämpfst du für mich? Ich wünschte, das ganze Volk wäre Propheten, dann würden sie nicht ständig nach den Melonen fragen. Dann hätten wir einen viel leichteren Weg, glaub mir, Josua. Sei froh über jeden, der Prophet ist und der den Geist Gottes hat. Und Gott kündigte an, dort an diesem Tag, dass er Fleisch senden würde. Und zwar nicht nur Fleisch für einen Tag und nicht nur Fleisch für eine Woche, sondern für einen ganzen Monat mitten in der Wüste. Und Mose, fragte ihn Gott, ich will nicht ungläubig sein, aber dazu müsste man wahrscheinlich das ganze Mittelmeer ausfischen. Wie willst du das tun? Gott
kann alles. Und es kamen so viele Wachteln, dass sich die Israeliten buchstäblich zum Teil an ihnen tot aßen. Völlig durchgeknallt aßen sie Wachteln über Wachteln, weil sie nicht glaubten, dass Gott vielleicht noch mal Wachteln schicken könnte und vielleicht wäre es gut, mal einen Vorrat an Wachteln anzuessen, der bis ins gelobte Land reicht und vielleicht noch ein paar Jahre später. Und manche von ihnen bekamen solches Fieber und starben dort. Und die Lektion war so deutlich, dass es wichtig ist, mäßig zu sein. Und noch immer waren sie auf diesem Weg, nur wenige Tage vor dem gelobten Land. Und dann gab es noch eine Rebellion. Aber diesmal nicht von dem Mischvolk, nicht von irgendwelchen hungrigen Halbisraeliten, die nichts anderes als Knoblauch und Melonen im Kopf haben. Nein, von Aaron und Miriam persönlich. Sie beschwerten sich über die Frau von Mose. Die war nämlich ein bisschen dunkelhäutiger. Und sie war offensichtlich verantwortlich dafür, dass Jethro diese Organisation der Gemeinde eingeführt hatte und sie selbst waren nicht involviert gewesen. Mehrmals. Und sie begannen eine Rebellion gegen Mose und sagten, du erhebst dich zu sehr über uns. Und als sie vor der Stiftshütte standen, um das mit Gott zu klären, wurde Miriam aussätzig wie Schnee. 7 Tage mussten sie warten. Obwohl Gott sie dann geheilt hat, verzögerte sich die Ankunft beim gelobten Land. Der Satan hat in wenigen Tagen mehr Rebellionen dieses Volk injiziert, als er es vorher jemals geschafft hatte. Und trotzdem führte Gott sie weiter. Sie kamen an die Grenze, sie kamen nach Kadesh Barnea. Und Gott sprach zu ihnen, ihr seid zum Bergland der Amoriter gekommen, das uns der Herr, unser Gott, geben will. Siehe, der Herr hat dir das Land gegeben, fürchtet euch nicht, geht hinein. Nun, was sollte man sonst anderes tun, als hineinzugehen? Die Israeliten hatten eine bessere Idee. Vielleicht könnten wir ja jemanden erstmal hinsenden, zu gucken, wie es da aussieht. Gott hat euch das Land gegeben. Und die Engel fragten sich, was wollen denn die Kundschafter sehen, was Gott nicht schon längst gesehen hat? Aber das Volk bestand darauf, wir möchten gern Kundschafter haben, die ins Land gehen. Und so wurde dieser Bitte stattgegeben. 12 Kundschafter wurden ausgewählt und sie gingen in das Land. Sie durchzogen das Land von Süden bis nach Norden. Sie kamen ins Tal der Rephaiter und sahen die Riesen, die dort lebten. Sie kamen ins Tal Eschkol und sahen die riesigen Trauben, schnitten welche ab. Und sie berichteten dann später von den Kanaanitern und von den Hethitern und von den Amoritern, den Amalekitern, all den Völkern, die schon im Buch Bereschit beschrieben waren. Und als sie ihren Bericht fertig hatten, da war sich das Volk nicht mehr so sicher, ob es eine gute Idee war, einfach nach vorne in das Land zu gehen. Denn die Botschafter sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein Volk, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von hohem Wuchs. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht. Und wir waren unseren Augen wie Heuschrecken. Und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Nur 2 der Kundschafter, Josua und Kaleb, sagten, nein, 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 hört ihnen nicht zu. Gott hat uns bis hierhin geführt, er hat die Ägypter besiegt, er hat die Amalekiter besiegt, er hat uns bis hierhin geführt. Für ihn sind das nur Kleinigkeiten. Würde das Volk glauben, dass Gott immer derselbe ist? Würde das Volk glauben, dass der Gott, der die Ägypter besiegt hat, der sie aus dem Land geführt hat, der die Ägypter am Roten Meer vernichtet hat, der die Amalekiter besiegt hat, der ihnen Manna vom Himmel hat regnen lassen, würden sie glauben, dass Gott immer derselbe ist oder würden sie glauben, dass er plötzlich aufhört, Retter zu sein? Sie hatten eine Nacht zu überlegen. Aber statt zu überlegen, weinten sie und klagten. Was für eine Mühsal, all diese lange Wanderung umsonst. Und am nächsten Tag versammelten sie sich und sie hatten sich eine Meinung gebildet. Wir wollen uns selbst einen Anführer geben und wieder nach Ägypten zurückkehren. Bam! Und die Welten
die das ein ganzes Jahr lang beobachtet hatten, sie konnten es nicht mehr verstehen. Sie hatten alle Hindernisse mit Gottes Hilfe überwunden. Gott hat ihnen geholfen und wieder geholfen und wieder geholfen und sie standen an der Schwelle zum gelobten Land und sie wollten zurück in die Gefangenschaft. Sie wollten sich selbst einen Führer geben. Gott kümmert sich nicht um uns. Wir müssen das selbst in die Hand nehmen. Das war originale Theorie des Hillel. Und Gott erschien in der Wolke. Und Gott sagte sehr deutlich, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Ich werde sie vernichten. Und Mose sagte, nein, 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 erinnere dich daran, was du verheißen hast. Auf dem Berg Sinai, als du ihn schon einmal vergeben hast, hast du gesagt, dass du langsam zum Zorn bist und groß an Gnade. Jetzt gilt das doch immer noch, oder? Du bist doch immer noch derselbe. Auch wenn sie das nicht glauben, ich glaube es. Vergib ihnen. Und Gott sprach, ich vergebe nach deinem Wort. Ich bin immer derselbe, ich werde ihn auch diesmal vergeben. Aber wisse eines, mein Ziel ist es nicht, irgendwelche Völker auf der Landkarte zu verschieben. Mein Ziel ist es, dass die ganze Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen wird keiner von diesen Männern das Land Kanaan erobern. Keiner von ihnen. Bis auf Kaleb und bis auf Josua. Die geglaubt haben, sie werden es sehen, es wird aber noch dauern. Kehrt um. Ihr wart 40 Tage, waren die Kundschafter im Land Kanaan. Jeder Tag gilt für ein Jahr. Ihr werdet 40 Jahre in der Wüste leben. Geht zurück. Die Kinder, die ihr als Grund vorgeschoben habt, als ihr geklagt habt, oh, wir würden ja vielleicht schon reingehen, aber schau mal, unsere armen Kinder, die Riesen werden sie auffressen. Wir müssen an unsere Kinder denken. Wir können nicht hineingehen. Diese Kinder, sagte Gott, werde ich in das Land führen. Und auch diese Nacht weinten die Israeliten. Und am nächsten Morgen hatten sie wieder einen klugen Plan, wie sie meinten. Sie meinten, sie hätten ihren Fehler eingesehen. Und er sagte, wir haben gegen den Herrn gesündigt. Wir haben eingesehen, wir haben einen Fehler gemacht. Und deswegen wollen wir jetzt hinaufziehen und kämpfen. Als Gott sprach, geht hinein, wollten sie nicht. Als Gott sprach, geht zurück, wollten sie nicht. Sie nannten es zwar Bekehrung, es war in Wirklichkeit genauso Rebellion. Und Mose sagte, es ist zu spät. Ihr habt ihn immer und immer und immer und immer wieder betrogen. Jetzt ist es zu spät. Ihr müsst jetzt die Konsequenzen tragen. Die nächste Generation wird einziehen. Ihr müsst in die Wüste zurück. Nein! Nein, wir wollen hinein. Lass uns doch einfach kämpfen. So zogen sie los. Ohne Gebet. Ohne Bundeslade. Mit der puren Verzweiflung. Und sie zogen an die Grenze zu Kanaan, wo ein Tafelland war. Und oben auf der Ebene standen die Kanaaniter und die Amalekiter, die Amoriter. Die hatten schon gehört, dass die Israeliten im Anmarsch waren und die hatten ein bisschen gezittert, weil sie gehört hatten, was mit den Ägyptern passiert war. Und die Israeliten sahen die Armeen vor sich. Aber jetzt hatten sie keine Angst. Sie wollten Gott beweisen, wenn sie nur mutig sind und wenn sie nur tapfer sind, würde Gott bestimmt seine Meinung ändern, oder? Und so machten sie sich an, diesen beschwerlichen Weg hinaufzuklettern auf die Berge. Und die Kanaaniter, die hätten beinahe gelacht. So einfach hätten sie noch nie eine Schlacht gewonnen. Sie brauchten nur die Felsen nehmen und immer nach unten rollen lassen. Immer nach unten rollen lassen, ein paar Speere hinterher und schon war der gesamte Berghang überzogen von israelitischen Leichen. Rückzug war das einzige Gebot. Und sie haben noch eine ganze Nacht geweint. Aber es war zu spät. Und nun mussten sie wirklich zurück in die Wüste. Durch die schreckliche Wüste. Nicht für 11 Tage, sondern für 40 Jahre. Und der Sand der Wüste schloss sie ein. Und fast nichts ist berichtet aus jener Zeit, außer zwei Dingen. Dass einer irgendwann so rebellisch wurde, dass er sich überlegte, wie er Gott möglichst
besonders herausfordern könnte. Und ihm fiel nichts Besseres ein, als in der Hitze des Tages an einem Sabbat nach Holz zu suchen, um deutlich zu machen, ich brauche zwar kein Holz, aber Gott hat verboten, am Sabbat zu arbeiten. Ich werde es jetzt einfach tun, um zu zeigen, wie sehr ich ihn verachte. Und die zweite Geschichte, irgendwann in diesen Jahren, keiner weiß genau wann, die war, als einige Leviten, einige von der höchsten Klasse der Leviten, die für die Gegenstände im Heiligtum zuständig waren, wie die anfingen, eine ganz bekannte Theorie neu aufzuwärmen, als ob sie diesmal wirken würde. Sie sprachen zu Mose und zu Aaron, ihr beansprucht zu viel, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Ihr seid arrogant. Und wir brauchen mehr Rechte. Wir sind doch auch Leviten. Warum darf nur Aaron und seine Söhne in das Heiligtum? Warum wir nicht? Warum spricht Gott nur zu Mose? Mose, du bist ein Diktator. Gleiche Worte, wie die Schlange im Himmel gesagt hatte. Und es sollte ein Test gemacht werden. Mose sagt, okay, wenn ihr meint, ihr könnt genauso opfern und genauso Dienst tun wie Aaron, dann bitte, es ist euch freigestellt. Bringt eure Pfannen und lasst uns räuchern. Ihre Rebellion hatten sich einige andere Stammesfürsten angestellt und beigesellt. Datan und Abiram. Und die weigerten sich überhaupt noch ins Gespräch zu kommen mit Mose. Und als der mit ihnen verhandeln wollte, als der ihnen das erklären wollte, da gifteten sie ihn an. Ist es nicht genug, dass du uns aus einem Land herausgeführt hast, in dem Milch und Honig fließt? Du hast uns immer Milch und Honig versprochen. Im Land Kanaan, in Ägypten hatten wir Milch und Honig. Du hast uns aus dem Land der Verheißung herausgeführt, um uns in der Wüste zu töten. Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen? Hast du uns wirklich in ein Land gebracht, in dem Milch und Honig fließt und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Willst du diesen Leuten auch die Augen ausstechen? Schau mal, alle sehen, sie laufen ständig im Kreis herum. Wir sind an diesem Ort schon x-mal gewesen. Du findest den Weg gar nicht. Wir kommen nicht hinauf. Der Tag kam. Korach, der Anführer der Rebellion, und seine Mitstreiter sollten gemeinsam mit Aaron räuchern. Und Gott offenbarte sich am Zelt und er sagte deutlich zu dem gesamten Volk, sondert euch von den Rebellen ab. Denn diesen Tag werdet ihr nicht vergessen. Und obwohl viele mit Datan und Abiram und Korach sympathisierten, denn tatsächlich weder Milch noch Honig, geschweige denn gelobtes Land, immer nur Wüste, 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 Wüste. Sie wussten schon, wenn Gott sagt, große Dinge geschehen, dann geschehen sie auch. Und sicherheitshalber entfernen sie sich von den Zelten, bis auf Datan und Abiram, die standen ganz, ganz demonstrativ, wahrscheinlich mit überkreuzten Armen vor dem Zelt und sagten, na mal sehen, was Gott jetzt tut. Die Erde öffnete sich. Und wahrscheinlich waren die Arme nicht mehr überkreuzt, als sie im Erdboden versanken. Feuer ging aus von dem Herrn und verzehrte Korach und seine Rebellen. Und man würde denken, dass jetzt deutlich geworden ist, dass Rebellion keine gute Sache ist. Das Volk weinte mal wieder eine ganze Nacht. Und am nächsten Tag kamen sie zu Mose und Aaron und sagten, ihr habt das Volk des Herrn getötet. Und die Engel im Himmel, und wahrscheinlich auch Mose, die waren mit dem damals noch nicht existenten Latein am Ende. Was soll man mit diesem Volk tun? Was soll man mit Menschen tun, die an Sünde festhalten wollen? Sie finden immer einen anderen Schuldigen. Sie verdrehen ständig die Realität. Und Gott erschien erneut am Heiligtum und sagte, jetzt ist es genug, ich werde das Volk vertilgen. Das war schon zum wiederholten Male der Fall. Und wieder traten Mose und Aaron, die ständig beschuldigt wurden, denen man immer die Schuld an allem gab. Sie standen zwischen Gott und dem Volk. Aaron räucherte.
Und er stand buchstäblich zwischen den Lebenden und den Toten, als die Plage vom Herrn ausging. Und das Volk, die Überlebenden zumindest, verstanden, dass Aaron wirklich Priester war. Priester zu sein war keine Kleinigkeit, war kein besser bezahlter Job, von dem man sich bewerben kann. Priester zu sein war eine Verantwortung vor Gott. Da ging es um Leben und Tod. Aber Priester sein war auch etwas sehr Segensreiches. Und so sollte jeder Stamm einen Stab zum Heiligtum bringen. Eine Nacht sollten diese Stäbe im Heiligtum bleiben. Und am nächsten Tag wurden alle 12 Stäbe aus dem Heiligtum gebracht. Und siehe da, der tote Stamm Aarons hatte Mandelblüten getragen. Und Mandelblüten, das waren die Frühblüher Israels. Ein Zeichen der Hoffnung. Ein Zeichen, dass Gott aus Totem Lebendiges machen kann. Ein Zeichen, dass Gott den Priesterdienst von Aaron gesegnet hatte. Aaron hatte mittlerweile verstanden, was es bedeutet, für Gott bei den Menschen, Gott bei den Menschen zu repräsentieren und Menschen bei Gott zu repräsentieren. Und zwar gingen die Jahre, und im Jahre 2552 lichtete sich der Wüstensand. Und Gott sprach zu ihnen: Ihr habt nun lange genug dieses Bergland umzogen, wendet euch nach Norden. Und die, die schon mindestens 40 Jahre alt waren, die hatten diese Worte schon mal gehört. Am Sinai hatte Gott genau dasselbe gesagt. Gott hatte jetzt ihnen die Gelegenheit gegeben, ein zweites Mal nach Kanaan zu gehen. Diesmal sollte die Route eine andere sein, aber diesmal sollte der Weg sie dorthin führen. Mirjam starb nur kurze Zeit später. Sie hat das gelobte Land nie gesehen. Und als dann das Volk, die mittlerweile zweite herangewachsene Generation, nach ihrer Gewohnheit, muss man schon sagen, mal wieder sich beschwerte, weil kein Wasser da war, so als ob Gott vergessen hätte, dass das Volk trinken muss. Und Gott schon nach seiner Gewohnheit sagte: Mose, ich bitte dich, dich um das Problem zu kümmern. Und ihm einen Felsen zeigte und ihm sagte: Siehst du diesen Felsen? Erinnerst du dich, wie du damals an den Felsen geschlagen hast? Hör mir genau zu, Mose. Sprich zum Felsen und Wasser wird hinaussprießen. Was dann geschah, ist an Tragik nicht zu überbieten. Wahrscheinlich haben nicht nur dann, sondern noch viele Jahre später Engel immer wieder geweint. Mose von 40 Jahren bombardiert sein mit Anschuldigungen, verlor die Beherrschung. Und mit ärgerlicher Stimme, er, der demütigste Mensch auf Erden war, der jemals gelebt hatte, sprach er zu dem Volk: Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir euch wohl aus diesem Felsen Wasser verschaffen? Und er nahm den Stab und schlug zweimal auf den Felsen. Bam! Und er wusste, er hat gesündigt. Und die Engel wussten, er hat gesündigt. Aber das Wasser floss trotzdem. Und das Volk trank. Aber Gott sprach zu Mose und Aaron: Weil ihr mir nicht geglaubt habt, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen, sollt ihr diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Und das war fast zu viel für Mose. All das, was er investiert hatte, 40 Jahre hatte er ausgegossen, seine Seele ausgegossen in dieses Volk. Umsonst? Für nichts? Wegen einem Fehler? Hatten nicht die Israeliten viel mehr gesündigt als er? Und es wurde deutlich, dass je höher die Verantwortung, desto höher die Verantwortung. Und sie kamen auf ihrem Weg an ein Land, dessen Hieroglyphen wir hier sehen, das Adumah hieß, Edom. Es war das Land, das Königreich ihrer Brüder, der Nachfahren von Esau. Der hatte sich dort im Lande Seir im Gebirge breit gemacht und hatte die Horiter, die Riesen, die damals dort gelebt haben, zur Zeit von Abraham, vertrieben und selbst in den Felsen
Städte gebaut. Und als man Kontakt mit ihnen aufnahm, stellte man fest, die sprechen fast noch unsere Sprache. Ein bisschen Dialekt, ein bisschen anders, klang ein bisschen lustig, wie sie sprachen. Sie hatten auch nur einen Gott, nicht die vielen Götter der anderen. Einen Gott, der war ein bisschen kriegerischer als der Gott Israels. Sie nannten ihn Kaus, Bogen. Und es hieß von ihnen, dass sie die Horiter vertrieben hatten. Und Israeliten fragten höflich an ihre Brüder, ob sie denn hindurchziehen dürfen durch dieses Land. Und die verneinten nicht ganz so höflich und sagten, ihr kommt hier durch unser Land, zieht außenrum, schön. Ansonsten kämpfen wir gegen euch. Und Gott hatte ihnen verboten, den Israeliten gegen ihre Brüder zu kämpfen. So mussten sie noch einen Umweg machen und das dämpfte die Moral weiter. Sie kamen an den Berg Hor und dort starb Aaron mit 123 Jahren. Auch er hat das gelobte Land nicht gesehen. Sein Sohn Eleazar wurde Priester an seiner Stadt. Und auf dem Weg wurden sie attackiert von Kanaanitern, von dem Königreich Arad. Aber sie schlugen zurück und besiegten die Kanaaniter. Das war wie ein Hoffnungsstrahl, dass Gott mit ihnen sein würde. Und dann war es wieder mal soweit. Man hätte schon fast die Uhr danach stellen können. Wieder versammelte sich ein Riesentross vor dem Zelt von Mose. Und wieder klopften sie nicht an, sondern sie kamen mit der Tür ins Haus und sie beschwerten sich und klagten über alles und jedes und vor allem, dass sie immer noch in der Wüste sind und dass sie am liebsten nach Ägypten zurück wollten. Und Gott zog seinen Schutz zurück. 40 Jahre lang hatten sie in der Wüste Sinai keine Schlange gesehen. Jetzt waren plötzlich alle auf einmal da. Giftige Schlangen. Und sie wurden gebissen und viele starben. Gott hatte sich um sie gekümmert, immer und immer wieder. Aber sie wollten ihm nicht glauben. Und er zeigte ihnen, was es bedeutet, wenn er sich zurückzieht. Dann kommen die Probleme erst wirklich. Und jetzt wussten sie natürlich, zu wem sie rennen mussten, wieder zu Mose, aber nicht um sich zu beschweren, sondern um wieder Hilfe zu bekommen. Gebissen von den Schlangen, das Gift in den Adern, wollten sie wissen, was sie tun mussten, um nicht alle zu krepieren in der Wüste. Und auf einen Auftrag Gottes hin gab Mose ein simples, aber kraftvolles Symbol. Er ließ eine bronzene Schlange aufrichten. Die Israeliten wunderten sich erst, eine Schlange? Wir wollen von den Schlangen gerettet werden, keine Schlangen anbeten. Aber es war eine Schlange. Und Mose erklärte ihn, und es dauerte ein bisschen Zeit, er gab sich alle Mühe, denn das Gift war ja schnell, er gab sich alle Mühe, diese Schlange schnell herzustellen, aber es dauerte ein bisschen. Und als sie fertig war, erzählte er ihnen und sagte ihnen, schaut einfach auf diese Schlange und ihr werdet leben. Und die Israeliten? Einige von ihnen schauten auf die Schlange. Andere von ihnen konnten sich nicht vorstellen, dass eine leblose Schlange ihnen irgendwas Gutes tun könnte. Einige von ihnen wollten schon gerne schauen, aber sie hatten immer Angst, dass hinter ihnen doch noch vielleicht eine Schlange sein könnte und sie wollten ausweichen. Aber jeder, der auf die Schlange schaute, der starb nicht, sondern wurde gerettet. Es brannte sich tief ein in das Bewusstsein der Israeliten, dass wenn sie dort auf jemanden schauen, der seltsamerweise so aussah wie das Problem, das sie hatten. Irgendwie würde die Lösung etwas mit dem Problem zu tun haben. Irgendjemand würde sich mit dem Problem identifizieren und wenn sie dem glauben würden, würden sie leben. Es war ein machtvolles Symbol. Man musste nichts tun, man musste nichts wissen, man musste nichts können, man musste einfach schauen. Und das hätten sie all die Jahre tun können. Sie hätten einfach glauben müssen.
einfach nur Gott glauben und schauen und weitergehen. Liebe Freunde, wenn wir zwei Dinge heute Abend lernen können, dann ist es erstens im ersten Vortrag, Gott tut alles, was er kann. Er kann 2 Millionen Sklaven aus dem Weltreich herausbefördern, ohne dass sie nur einen Schuss abgeben müssen. Er kann das Meer spalten und wieder zusammenführen zum richtigen Zeitpunkt. Er kann vom Himmel herabkommen und sein Gesetz verkünden. Und wann immer man ihm folgt, dann hat man den größten Segen und die größte Freiheit und die größte Liebe. Und am zweiten Teil haben wir gesehen, was passiert, wenn Menschen nicht glauben, dass er das tut. Wenn sie zwar äußerlich ihm folgen wollen, aber in Wirklichkeit immer ihren eigenen Weg gehen wollen. Das endet konstant im Desaster, in Verzögerung, am Ende im Tod. Und ganz am Ende heute Abend steht diese einfache Symbolik. Glaube ihm, schau auf ihn und lebe. Und heute Abend möchte ich uns einladen. Wir haben jeden Abend so eine kleine Herausforderung, die wir mitnehmen wollen in den Alltag. Heute Abend, was immer dein Leben beschwert, lieber Freund, liebe Freundin, was immer in deinem Leben als Last auf dir drückt, was immer vielleicht dich unfrei macht, schau auf Gott. Schau auf die Lösung, die er dir zeigt. Er macht frei und er möchte dich führen. Und in diesem Sinne möchte ich uns einladen, dass wir ein Abschlussgebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir sehen können, dass du wirklich alles kannst, aber dass du wirklich auch ein Gott echter Liebe bist, der sich nicht zu schade ist, mit einem Volk von Sklaven in der Wüste zusammenzuwohnen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir sehen konnten, wie unsinnig Rebellion gegen dich ist und wie einfach es eigentlich sein kann, Frieden und Glück zu haben, wenn wir einfach auf dich schauen und dir vertrauen. Lass uns lernen von diesem schicksalsschweren Jahr, das wir heute analysiert und betrachtet haben. Und lass uns erleben in unserem persönlichen Leben, dass du uns Freiheit schenkst und dass wir deine Liebe, die du zu uns hast, in ihrer ganzen Tiefe begreifen. Im Namen Jesu. Amen.